So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses der Barbier. Der Ditschen ist heute zu Gast und nervt mich schon die ganze Zeit und sagt immer zu, ob ich ihm nicht einfach mal die Haare schneiden kann. Er findet es so schrecklich, so widerwärtig, er will damit nicht rumlaufen, er will einfach kurze Haare haben, wo ich mir denke die ganze Zeit, das sind doch kurze Haare, was ist mit ihm nicht richtig? Ich habe gesagt, und hör auf dich zu rasieren, lass doch mal den 3-Tage-Bart dran, das sieht doch gut aus und die Frisur sitzt auch immer. Er will das aber nicht, der läuft lieber rum wie Babyface und will jetzt auch noch eine Glatze haben. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, wie bekloppt man sein muss. Ich zeige euch den noch mal kurz hier. Da sitzt das Objekt der Begierde, ne? Nackt, nackt und gleich noch kahl. Guckt euch doch mal den Bart an. So muss ein Bart aussehen, so ein Landstreicherbart, 3 Tage so, ne? Und die Frisur, das ist doch eigentlich ordentlich. Da ist ein Schnitt drin, einfach so wild gewachsener Schnitt. Dann, es sieht doch eigentlich ordentlich aus. Warum muss man das kaputt machen? Ich weiß es nicht. Ich möchte aber kein Arloch sein. Wenn er das unbedingt so möchte, dann helfe ich ihm natürlich. Das heißt, ich werde ihm jetzt die Haare schneiden. Habe hier so einen alten, modrigen Haarschneider dabei. Mal gucken, ob das funktioniert, ob der Akku durchhält oder ob er nach der Hälfte da sitzt. Und danach habe ich noch die alles entscheidende Frage an euch. Aber dafür müssen wir erstmal die Haare schneiden und mal gucken, wie es dann aussieht. Ditschen mit Glatze. Ich drehe durch. Ja, wie immer. So, erstmal die Augenbrauen weg, ne? Spaß, will's ja nicht. Wie macht man das? Einfach von vorne nach hinten, gegen den Strich, ja? Ja, erstmal alles runter. Damit es auch schön weggekantet wird. Einfach nur runter. Ich mach mal an. Da ist gar nicht so viel Power dahinter, aber mal gucken, was passiert. Nachher müssen wir alles noch wegkehren. Drückt ihm die Daumen, dass er es überlebt. Ich mach erstmal hier die Seiten so. Au! Lass mich ruhig rühren. Guckt euch das an. Das sind meine Augenbrauen. Endlich. Ja, genau, da gehe ich gleich nochmal hier hin. Du musst am Schluss eh nochmal drüber. Dreckiges Ohr, Junge. Gleich reinziehen. Ja, aber hier an der Seite sieht es auf jeden Fall schon besser aus als da vorne. Boah, erstmal überall reingeschnitten, Bruder. Ja, egal. Ich mach einfach mal irgendwas. Schön, wenn die Haut sich immer so zusammenfaltet. Wieso lässt es nicht so? So sieht es dann auch heavy aus, einfach nur. Mr. Heavy on Tour, wer kennt's nicht? Mach einfach mal wie beim Friseur normal, die kommen ja immer von hinten nach vorne, dass alles runterfällt. Das ist immer so klassisch, dieser Wupp. Das ist der Wirbel. Jetzt nicht mehr. Wir machen den Wirbel kaputt. Ja. Ich sammle so Augenbrauen. Das sieht auf jeden Fall komisch aus bis jetzt. Sehr schön. Glück ist nicht sonderdürftig gar nicht. Adi, nein! Was ist Kabel in Ruhe? Sonderdürftig gar nicht arbeiten als Friseur, ne? Oder so, habe ich mal gehört. Wir lassen einfach das Dreieck so oben drauf. Ey, das sind Augenbrauen, gell? Quatsch. Hab ich da was erwischt? Nein. Na, da geht's so. Wie ist so gemein? Jetzt heul doch nicht rum. Das ist so ein Cut, der geht immer in die Braue. Das ist Style, das muss man so machen.
Oh, ich will niemals Friseur werden, mir tut jetzt schon der Rücken weh. Obwohl ich mich nicht mal wirklich bücken muss, trotzdem. Ah, halbe Stirn mit weg. Oh mein Gott. Du hast das Kabel voll lang. Quatsch. Jetzt siehst du doch wild aus auf jeden Fall. Aber du willst es ja nicht wild haben und gut aussehen. Du willst ja aussehen wie ein Affe. Boah, du bist ja rabiat. Ein Affe mit Haarausfall. Endlich wie immer. Ja, das ist eine ziemlich trockene Kopfhaut, muss ich feststellen. Oh. Müssen wir gleich mal Bier drauf kippen. Echt, sieht's noch behindert aus. Konsequent. Ja, man weiß nicht, in welche Richtung man muss, damit es dagegen geht. Damit es wirklich abfällt und runter. Dreckelige Ohren. Da ich noch. Das wollte ich dran lassen, das war deine Glückssträhne, Mann. Dann musst du doch einmal komplett immer drüber halten. Jetzt muss ich erstmal hier das andere Ohr nochmal befreien. Du hängst halt mein Bier weg. Egal, ist ja nicht meiner. Ist schon sehen, wenn es abreißt. Ja. Weil ich das erste Mal. Warte, man will mal kurz zeigen. Ich glaube, da hat wohl einer zu viel Prison Break geguckt, oder? Und wie das jetzt aussieht, so einfach mal gemütlich sitzen. Zack, ne? Wie es aussieht. Und hier alles voll. Guck dir das an. No. Ja, ich glaube bei den Ohren, na gut, da sind noch Stellen dabei. Die Kamera ist auch dreckig schon wieder. Ich glaube, den Rest macht man gemütlich einfach. Ihr habt ja jetzt einen Einblick gehabt, wie das aussieht. Schreibt mal rein, was sah denn besser aus, der Ditschen davor oder der Ditschen danach? Man kann ja gar nicht wirklich Glatze sagen, weil da ist ja jetzt schon wieder 10 mm Schnitt drauf. Also es ist in der kurzen Zeit schon wieder nachgewachsen. Und wenn ihr abgestimmt habt, was besser aussieht, Ditschen mit Haare oder ohne Haare, dann die große Frage, was macht der Ramses? Denn ihr wisst, ich habe die ganze Zeit hier, mache ich mir immer so Zöpfchen und die Haare fliegen hier überall rum und alles und... Ja, jetzt bist du da hinten an der Wand. Nee, warte, ich mach das. Weil die ganze Zeit, ihr wisst ja, der Ramses hat hier immer so Zöpfchen und Haare und ich sage immer, das ist die Nicolas Cage Frisur und die Hater im Internet sagen schon, dein Friseur hat wohl Krieg mit dir oder was? Sehr lustig, wie du aussiehst. Und meine Freundin nervt die ganze Zeit, meine Mutter nervt die ganze Zeit und jeder sagt, geh doch mal zum Friseur, lass dir doch mal die Haare schneiden. Wo ich mir denke, es sieht doch so ganz vernünftig aus, selbst wenn ich das aufmache und lass hier ein bisschen was runterhängen. Es sieht einfach sweet aus, wie so ein junger Leonardo DiCaprio oder so ein komischer Nicolas Cage auf jeden Fall. Aber wir haben Reserveaugenbrauen. Ich habe mich gefreut, dass ich wenigstens mal ein paar Haare habe, im Gegensatz zu sonst. Aber wenn die jetzt alle rumsticheln und sagen, ich soll mir die Haare machen, frage ich euch, soll ich mir auch die Haare abmachen? Soll ich aussehen wie der Ditschen?
wie so ein Norman Ritter, ne? So ähnlich. Das sind wir auch, die Ritters auf jeden Fall. Dann würde ich aber auch gleich den Bart komplett wegmachen und die Augenbrauen, dass ich aussehe. Grüße an Flatty, dass ich aussehe einfach wie so ein Embryo. Wenn, dann ganz, damit sie alle sehen, was sie davon haben, dass sie einen nicht so akzeptieren, wie man ist und immer sagen, schneide die Haare. Schreibt mal rein, mal gucken, wenn alle sagen, ja, mach das. Ein Kandidat haben wir noch. Dann mache ich es vielleicht trotzdem nicht, aber nee, egal. Das wäre schon Matsch. Bei meinem dicken Kartoffelface sieht das nämlich bestimmt richtig räudig aus. Er sieht ja eigentlich normal aus, wie so ein Knasti, aber ihm steht das halt. Das ist halt sein Lifestyle, sein Look, das passt alles. Egal, das war's von unserer Seite aus. Ich tue den noch ein bisschen hier mal malträtieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.